So, heute komme ich mal mit der Frage, mit der provokativen Frage, wie authentisch bist du denn eigentlich schon? Ja? Also, was ich immer wieder erlebe, ist, Leute werden Coaches, werden Trainer, weil sie jemanden gut finden, weil sie bei jemandem in der Ausbildung sind. Und dann gehen sie herum und lehren die Lehre von diesem Lehrer, bei dem sie waren. Also das heißt, das, was sie mitgeschrieben haben, was sie in dessen Workshops gehört haben, was sie in dessen Büchern gelesen haben, das ist das, was sie jetzt weitergeben und was sie jetzt selber lehren. Und es hat ihnen ja auch geholfen, das ist ja keine Frage. Ja. Nur, jetzt frage ich dich als Teilnehmer, als Teilnehmerin in deinem Workshop, online oder offline, warum sollte ich zu dir gehen und nicht zu deinem Lehrer? Also warum soll ich zum Schmiedel gehen und nicht zum Schmied? Ja. Also das klappt natürlich am Anfang, jeder muss irgendwo losgehen. Aber umso länger du in deinem Business bist, umso wichtiger ist es, dass du deine eigene Lehre entwickelst, auf der Basis von dem, was du erfahren hast. Also so gut dein Lehrer war, deine Lehrerin war, geh immer hin und überprüfe all die Aussagen auf die Wahrheit für dich selbst. Also ich habe das zum Beispiel mit meinem Lerncoaching-Institut, ich habe dann mein Magic Learning, meine eigene Methode entwickelt und es hat genau so funktioniert, dass ich einfach ganz viel, ich bin wirklich viel gereist, ich habe mir viel online besorgt, damals schon, also das ist wirklich schon lang her, da gab es im deutschsprachigen Raum eigentlich noch gar nichts online. Und ich habe die Sachen genommen, bin in mein Lerncoaching-Institut gegangen, ich habe sie ja oft schon aus einem Anlass mir überhaupt geholt, weil irgendein Schüler irgendwas nicht und nicht geschafft hat und ich habe eine Lösung gesucht und dann habe ich das ausprobiert. Und so toll die Sachen auch geklungen haben, meistens habe ich es nicht 100% anwenden können, sondern ich habe mein eigenes draus gemacht, aus meinen eigenen Erfahrungen. Und eben aus diesen vielen Trial and Error und immer das Beste aus allem mitnehmen, ist meine Magic Learning Methode entstanden. Meine ganz eigene Methode. Und mit dem Online-Business mache ich es jetzt ganz genauso. Also natürlich habe ich mir zuerst mal die Großen angeschaut und angehört, was die sagen zu allem. Ja, wie man Funnels baut, wie man Texte macht, wie man überhaupt sein Business sieht. Und ich stelle fest, ich bin aber nicht die. Und ich habe ein anderes Zielpublikum, ich habe selber ja andere Gedanken und andere Lebenserfahrungen. Und deswegen nehme ich auch heute noch die Sachen von meinen Lehrern und probiere sie aus, so wie sie mir erklärt wurden, weil sonst brauche ich ja gar kein Coaching, wenn ich das nicht mal nehme. Aber ich bin jeden Tag auf der Hut und achte sehr darauf, ist das auch wirklich meins, ist das auch meine Wahrheit. Und dann beobachte ich mich selbst beim Tun und dokumentiere das so gut ich kann, was mache ich denn anders und warum mache ich es anders. Und das ist dann meine eigene Lehre. Niemand erfindet das Rad komplett neu, wir stehen alle auf den Schultern von Riesen. Es ist auch wirklich immer toll, die Quellen zu nennen. Ich achte da sehr drauf, dass ich immer allen Leuten Credits gebe, denen die Credits gebühren. Ja. Also das heißt, dass ich sage, woher habe ich das, aber ich wandle auch alles um. Das geht von der Dilts-Pyramide über Marketingmethoden, Funnel-Methoden und alles. Weil ich bin ich und ich kann meine Wahrheit nur sprechen, indem ich meine eigene Wahrheit finde. Und dann will auch niemand zu meinen Lehrern gehen, weil sie sich eben genau von mir und von meiner Lehre angezogen fühlen. Und das möchte ich dir einfach ganz dringend mitgeben, dass du genau in diese Richtung gehst und dich selber beim Arbeiten beobachtest. Nicht einfach alles so machst, wie es dir gesagt wurde, sondern dein eigenes entwickelst, weil dadurch wirst du wirklich Experte, Expertin. Dadurch bist du dann wirklich positioniert, hast du deine Persönlichkeitsmarke und vor allem du hast die große Befriedigung, wirklich das zu tun, was dir total Spaß macht, anstatt etwas nachzusprechen, was du selber vielleicht gar nicht ganz genauso empfindest und was du selber vielleicht eigentlich, ehrlich gesagt, immer schon ganz anders gemacht hast als deine Lehrer. Also beobachte dich gut beim Tun und find immer mehr deinen eigenen Weg. Das wird dann deine Lehre, deine Methode. Und noch ein Tipp am Schluss, gib dem Ganzen einen Namen. Weil alles, was einen Namen hat, ist gleich wesentlich mehr wert. Also, wir sehen uns.